Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Seven Days to Die. Und jetzt, ihr habt es ja schon fleißig geschrieben, wie begeistert ihr von unserem Cliffhanger hier wart. Aber ist halt so. So funktioniert Fernsehen, Leute. Und YouTube auch. Upsi. Wir müssen die Spannung hochhalten. Was habt ihr denn sonst für einen Grund, morgen wieder einzuschalten, wenn ihr jetzt schon wisst, was in dem Ding da passiert? Upsi. Oh, irgendwie ist mir... Oh, das war mutig und gut. Irgendwie ist mir die Maus gerade zu schnell. Müssen wir nochmal gleich kurz... Ich mache das ja nicht gerne so. Im Spiel erstmal ins Menü, aber... Das ist mir zu schnell gerade. War das schon die ganze Zeit so schnell, seit wir jetzt neu spielen wieder? Habe ich gar nicht gemerkt. Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Oh, da geht er down. Wir spielen immer noch vegetarisch, ne? Noch ein dicker. Tastemäuschen Honig. Honig. Jo. Ja. Honig ist der Gute, weil wir haben auch noch keinen Beaker diesmal. Deswegen brauchen wir Honig erstmal. Wichtig, wichtig. Aber Honig güldet, ne? Das. Da sind wir uns jetzt einig. Aua! Aua! Da sind keine Knochen drin und auch keine Bienen. Hoffe ich. Kann ja auch immer sein bei Honig, wenn der nicht gut gefiltert ist. Da ist ein paar tote Bienen drin rumschwimmen. Bam! Aber dann müssen wir die halt filtern. Trinken wir durch unser Bandana. Die Lamoration, wie widerlich. Ist jetzt mal gut hier. Wie viele sind denn das noch heute? Na du? Hm, immer noch. Was kriegst du denn hier herum? Steh doch auf, wenn ich mit dir rede. Wie unhöflich der ist, ne? Bleib einfach liegen. Bleib für immer liegen. Ich wollte was erzählen, beziehungsweise was fragen, beziehungsweise was sagen. Achso, genau. Erstmal kümmern wir uns kurz um unseren Mauszeiger. Controls. 50 ist mir zu viel. Mach 30. Abli. Habe ich Abli? Hat Abli? Besser. Viel besser. Und zwar werde ich mal probieren. Ihr müsst mal sagen, ich hoffe, dass das auch alles so klappt, wie ich mir das wünsche, das hier mit 60 Frames aufzunehmen und dann halt auch mit 60 Frames zu rendern. Und ihr müsst sagen, ob ihr einen Unterschied seht, ob sich das lohnt. Also, weil für mich ist es halt mehr Aufwand. Das Rendern sind alles größere Dateien, dauert alles länger, Upload, bla bla bla. Müsst ihr sagen, weil... So. Punkt. Warte mal. Ich überlege gerade. Nee, machen wir unsere Anwendung. Komm. Und wir haben eine Forge. Großartig. Oh, bin ich glücklich. Mach direkt hier halbe Iron rein. Halbe Holz auch. Fange an zu schmelten, bitte. Und wir müssen, jetzt müssen wir als erstes das Hunting Knife Book lernen. Und die Lederrüstung müssen wir auch lernen. So. Dann gehen wir direkt einmal kurz hoch. Und gehen hier an diesen Schreibtisch. Und haben eine Sonnenbrille. Hier an das Ding. Weil jetzt sind wir ein cooler Typ. Jetzt ist GG. So, wir brauchen kurz ein bisschen Platz. Und bauen schnell eine Kiste, um Sachen hier einzulagern. In der Kiste. Das ist natürlich richtig, richtig supi jetzt. So, hier machen wir direkt erstmal dicht. Haben wir keine Lust auf Besuch. Wollen wir die Kiste auf den Schreibtisch stellen? Geht das oder geht die kaputt? Wisst ihr noch, wie wir versucht haben? Hält. Sehr, sehr gut. Und... Was legen wir da jetzt rein? Das hier legen wir da rein. Das hier, dieses... ja. Ja, ja, ja. Treasure Map. Unsere beiden Treasure Maps. Sehr, sehr wichtig, dass die da drin liegen. Blueberries. Bleichen. Fett. Ich glaube, das tut's erstmal. Und dann müssen wir... Brauchen wir ein Campfire. Feuer. Feuerschen. Aber das machen wir unten hin. Unten ist unsere Werkstatt und hier oben wohnen wir. Campfire kommt, wo es
Wollte ich auf den Herd stellen, aber das ist wahrscheinlich von dem... Ihr wisst schon, blockiert. So, machen wir hier das halbe Holz. Warum nicht? Warum darf ich nicht? Hä? Jetzt geht's. Komik. Roten Tick. Guck jetzt. So. Gut. Dann müssen wir noch eine Tür wieder bauen. Verstehe gerade. Ja. So, das hier hätte ich gerne erstmal undurchsichtig, weil Fenster sind, ne? Guckt euch an, die Dinger. Vor allem, es wird ja nicht nur undurchsichtig dadurch, sondern auch ein bisschen sicherer. Halten ja dann einen Schlag mehr aus oder zwei. Oh, da ist unser Holz leer. So, wir brauchen dringend einen Amboss, für den wir noch nicht genug Eisen drin haben und der auch schon Clay kostet. Das war mir gerade nicht bewusst. Ich dachte, der Amboss kostet kein Clay. Bist du ein Vogelnest? Du bist ein Vogelnest. Cooler Typ. So, machen wir hier einmal nochmal ein bisschen Holz, weil unser Holz ist leer. Alle, alle, unser Holz, das ist leider leer. Kurz gesagt, alle. Haben wir ein bisschen... Da ist Clay. Halt, stopp. Hier ist ein Vogelnest. Clay, Vogelnest, Vogelnest, Clay. Schön, euch kennenzulernen. So, Mr. Clay. Meister Clay. Meister Clay. Du bist jetzt zusammen mit Meister Clay. Meister Clay. Gib ja alles mit. Gib ja alles mit. Weil wir es können und jetzt eine Kiste und ein Zuhause besitzen. Mit einer Forge. So ungefähr hatte ich mir den ersten Spielstand vorgestellt. Bisschen rumlaufen, Haus mit einer Forge finden, fröhlich sein. Aber ich war im ersten Spielstand auch verhältnismäßig fröhlich. Also im ersten, ihr wisst schon, vegetarischen Spielstand. Das ist jetzt nicht im allerersten. Im allerersten Spielstand gab es, glaube ich, noch gar keine Häuser, wo eine Forge drin wohnt. Nee, aber hat mir auch trotzdem Spaß gemacht, der andere Spielstand, weil war halt herausfordernder. Jetzt mit der Forge weiß ich nicht, ob mir das nicht vielleicht doch wieder zu leicht wird. Werden wir sehen. Ich glaube aber nicht, dass es zu leicht wird. Das ist immer gefährlich genug hier, das Spiel, glaube ich. So, haben wir 240 reichen erstmal. Wartet. Hat ihn. Hat da Schritte gehört? Niemand da. Okay. Hier ist niemand. Alles ruhig. 1 Uhr Nacht und alles in Ordnung. Oh, schmeiß rein hier den Klee. So, Türchen. Zack, wupp. Und werd it off. Gut, schön. Gut, Leute, gut. Bin ein bisschen stolz auf euch. Ja, hilft ja nichts. Wir müssen weg. Die müssen weg, die Jutenbäume. Nö, machen wir noch nicht. Ich hab gerade überlegt, aber hab's mir noch anders überlegt und deswegen lassen wir das. Oh, wenn ihr jetzt wüsstet, was, ne? Das findet ihr voll gut. Aber ist egal. Nicht so wichtig. Ich habe mich ja dagegen entschieden. Also es ist völlig, völlig Wumpe. Clay, 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 Clay. Hat sich das Gras dazwischen gemogelt. Mogelgras ist ein schlechtes Gras. Timber übrigens. Nicht, dass sich hier einer noch erschlagen lässt. Lalalala. Upsi. Ja. Und so. Und du Stein und du Stein und Chrysanthemum und Stein und Stein. Warum sammle ich jetzt hier einzeln die Steine auf? Was ich für ein Typ bin manchmal. Jetzt sind wir ein Level 10 Athlet. Wir haben noch gar nicht durchgelootet hier, die Butze. Mann, Mann, Mann. Guckt, Bier. Siehst du? Und noch ein leeres Glas. Und hier ist fertig. Mach aus, bitte. Ist uns überhaupt zu warm, dass ich jetzt hier einen roten Tee gekocht habe? Wir sollten auch vielleicht eventuell schon mal zügig, weil wir haben nicht so viel. Wir sollten vielleicht auch mal zügig, weil wir haben nicht so viel, abgelenkt von Chili. Ich gucke hier kurz in meinen Log. Ach so, genau.
Jetzt fehlen mir trotzdem die Worte. Ich weiß, oh, wie schade. Es sind Momente wie diese, in denen du weißt, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Habt ihr schon gedacht, ich werde schwach, wa? Aua. Aua. Okay. Ja, ein bisschen Selbstgeißelung dafür, dass ich das Fleischsüppchen weggeschmissen habe. Eieiei, das tat jetzt so ein bisschen weh. Aber, naja. Gehört dazu. Das sind die Momente eines Überlebenden, wo er sich wünscht, er wäre tot. So, wir brauchen eine Kiste. Und einen Amboss. Ich glaube, wir gehen wirklich schon mal zügig, das machen. Wie lange dauert der Amboss? Eine Minute, noch was. Gehen uns mal zügig ein bisschen besorgen. Damit wir Gläser machen können, damit wir Sachen machen können. Pass mal auf, hier müsste er, genau, hier kommt schon Sand raus, das ist supi. Und Steinchen auch direkt, ist auch supi. Beides Sachen, die wir brauchen. Geil, läuft bei uns. Ich weiß, wir kriegen auch aus dem Verbrannten, kriegen wir das auch gut raus hier, Stein und Sand, aber das ist jetzt hier gerade halt näher dran. Und zwischendurch können wir auch mal eine Zombiefrau wieder töten, haben wir lange nicht gemacht. Die alte Kuh, gibt's doch nicht. Immer entdecken die mich direkt, wenn ich schießen will. Dusselige Kuh. Schäm-Sandwich. Schäms. Was ist ein Bär? Was soll denn das? Wohnt der hier bei uns, der Knilch? Ja, ihr habt ja auch gesagt, dass das Dingsloch, was wir da gefunden haben mit den vier Bäumen, dass das ein geheimer Höhlenbunker ist, der jetzt aber halt leider überflutet ist. Und auch dagegen hilft unser super schnell viel Wasser produzieren Plan. Weil dann können wir ordentlich Sachen rausnehmen. Warum bin ich jetzt aber eigentlich wieder hier am Rumrennen und mache nicht das, was ich gesagt habe, dass ich mache, weil ich es machen muss, damit wir es machen und, Erklärt euch. Guck mal hier, ne? So ein Geschwulst hier. So ein Gravel-Geschwulst am Stein. Widerlich. Und wir sind der Steine-Chirurg. Ja. An echten Menschen zu chirurgieren, habe ich meine Zulassung verloren. Weil da sind Adern geplatzt und Leute gestorben. Und deswegen darf ich jetzt nur noch Steinen, Tumore entfernen. Und ihr seht, das kann ich aber immer noch wie ein junger Gott. Also wie ein Halbgott in Grau. Ne? Wollen wir schon mal... Wie sieht's denn aus? Skills. Wir haben 5 Punkte available. Reicht für nichts. Reicht für überhaupt nichts. Wollen wir was craften? Müssen wir was craften? Klar, eigentlich wollen wir weiter... Ja, na sichi! Der Finn, Alter! Hier, mach Stone-Äxte, Digga! Wir müssen doch den Construction-Tool-Skill hochmachen, wenn wir uns gleich Eisenwerkzeuge produzieren können, täten, tun wollen. Mann, 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 die hätte ich schon gerne in grün. Das gleiche in grün, bitte! Ja... Ja, ja, warum war ich gerade abgelenkt? Weiß ich nicht. Aua, unangenehm. Ja, da sind mir Sachen passiert jetzt. Passiert. No room in inventory. Crafting is halted. Ja. Ging schnell. So, du kannst weg. Du kannst her. Kommen gar nicht so schnell hinterher mit dem Wegschmeißen. Haben wir das geskillt, dass es schneller geht? Gravel, Gravel. Unser Anvil müsste fertig sein. Wie heißt das auf Deutsch? Amboss. Der Boss. Oh, richtig auf Befehl. Ist fertig. Machen da rein. Und mach den Sand da rein. Gib das Eisen her, das reicht. Mach den Sand da... Machst du den Sand jetzt da rein? Ich klappe ruhig später. Hör mal! Können wir das überhaupt? Oder brauchen wir da Calipers für? Glass Jar. Braucht gar nichts. Gut. Gut. Gut finde ich das.
Nee, die Kiste wollte ich eigentlich für so Sachen haben. Da möchte ich jetzt nicht rein. Also in die Kiste wollte ich eigentlich die Gläser und so reintun. In rauen Mengen. Aus Gründen der Gründlichkeit. So, Kaffee kann hier rein, Kotten kann hier rein, Kottens Papagei. Oh, der älteste Witz, ne? So, schmeiß hier alles weg. Eigentlich können wir jetzt doch mal dafür eine Kiste anlegen, ne? Das geht, glaube ich, schön viel schneller. Warte kurz, machen wir hier aus. Machen wir eine Kiste, crafted. Die machen wir aber hier drin, weil... Wenn wir dann nachts hier drin stehen, wobei, ist auch dann bald voll. So, passt mal auf. Zack, 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 zack. Geht einfach schneller. Einfach gut. Einfach gut. Einfach gut. Einfach gut. Dem Finn gelingt heute alles einfach gut. Einfach gut. Reichen unsere zwei... Wie viel Glas braucht denn? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Na, guck mal gleich. Noch mal ein bisschen Holz, weil Holz schadet nie, meine Lieben. Merket euch das. Memo an euch, immer Holz. Immer. Einfach Holz. Einfach Holz. Dum, dum. Dum, dum, dum. Zweifach Holz. Ach, boah, der Finn ist wieder... In Topform ist der Finn wieder. Jawollo. Dann sind wir dabei. Das ist prima. Oh, Leute. Oh, Leute, Leute, Leute. Ist das schön? Guckt euch mal das Wetter draußen an. Ist gar nicht so gut. Ha! Boah, ich kann schlechtes Gewissen machen, wenn ich den ganzen Tag hier drin sitze und zocke. Ja, so ist das. Zack, geht die Feder näher. Ja, jetzt haben wir natürlich, weil ich ja so hemmungslos bin, weil ich so stürmisch bin, haben wir natürlich viel zu viele Steinpfeile jetzt, ne? Es wird schon wieder Dämmerung. Unschön. Unschöne Geschichten passieren hier. Und uns ist gar nicht so warm geworden. Kann das sein? Mama, Mama, er hat gar nicht gebohrt. Wollen wir nicht lieber das Gras um unser Haus rum vertrimmen? Und wie sehen unsere Steine aus? 200. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Was? Finn, schlafest du? Not possible to place here, Finn. Denke doch mal mit, bitte. Willst du hier einfach den Samen pflanzen? In der Nähe von dem anderen Samen am besten noch, wa? Hast du gesoffen? Mann, 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 hast du das Spiel immer noch nicht verstanden nach all den Jahren? Hast du 17 Jahre Seven Days to Die und hast immer noch nicht verstanden? Was denn jetzt hier los? Mann, Mann, Mann. Ah, jetzt ist ja bald auch PlayStation Release, ne? Oder war auch Xbox? Oder war nur PlayStation? Nee, war für beide Konsolen, ne? Na, da bin ich ja mal gespannt, was das wird und was es für uns bedeutet als PCler. Vielleicht haben die pünktlich, also könnte ich mir vorstellen, würde ich vielleicht so machen, wenn ich ein cooler Entwickler wäre, dass ich pünktlich zum Konsolen-Release die nächste Version fertig mache. Nur so als Geschäftsidee, liebe Funpimps. Könnt ihr gerne benutzen. Kontonummer könnt ihr einfach erfragen. Und dann würde ich meine Tantiemen dafür nehmen. Für den Geheimtrick. Ja. Ist jetzt schon spät? Nö, 19 Uhr reicht noch. Es geht ja noch. Na, sag mal, geht's noch? Upsi. Ich habe gar keine... Ich habe eine Stone Axe habe ich in Auftrag gegeben. Das war nicht so viel. Oh, jetzt haben wir 109. Das ist sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut heiße. Achso, wir müssen noch die Fenster dicht machen, hier, wa? Hier ist nämlich noch offen. Zack, zack, zack. Nicht, dass uns hier Leute über Nacht bespannern. Fände ich nicht so gut. Hier, da auch noch. Jetzt schläft, der Finn, jetzt schläft. Ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Machen wir hier noch einen Lampignon hin? Besser, ne? Könnten natürlich auch, sollten wir. Wir sollten, ja. Habt ihr recht. Nochmal Animal Fett. Hier auch auf jeden Fall zumachen. Hier ist unsere Stone Axe Kiste. Können wir rein Stone Axen? Einfach reingekotzt. Hier, da müssen wir auch noch aufwerten in der Ecke. So. Hat überhaupt nichts vom psychopathischen Massenmörder, wenn man alle seine Fenster vernagelt. Das machen normale Menschen auch. Braucht ihr mich gar nicht so anzuschauen.
Wovor habt ihr denn Angst, Mann? Hm? Es ist alles in Ordnung. Nein, diese Ketten dienen nur zur eigenen Sicherheit. Ich will euch hier nicht festhalten. Okay, da kommt verhältnismäßig viel Glas raus. Das ist doch gut. So, Primi. Können wir schon mal anfangen hier. Und dieses Glas kann da auch schon mal rein. So, dann müssen wir oben wieder an die Steinaxtkiste. Steinaxtkiste. Siehst du? Genau deswegen nämlich. Rin. Und wir lassen jetzt einmal. Achso, hier haben wir auch noch Sachen drin. Ah, guck mal, leere Gläser. Geil. Cool. Lassen wir einfach mal hier die Sachen jetzt, weil ein bisschen Platz brauchen wir ja auch. Honig können wir, wenn uns was passieren sollte, können wir den immer noch wieder trinken kommen. Und Bierchen brauchen wir auch erstmal nicht. So, wo wir gerade noch hier sind, schmeiß hier schnell die Stone Axe noch rein. Und gib mir aber die beste mal her. So. Weiter im Text. Wir brauchen noch. Was ist denn jetzt leer? Die Steine sind leer. Und die Plant Fibers. Ich wollte das noch kurz ausnutzen, dass es noch nicht nachts ist. Und hier nochmal kurz dieses Vogelnest looten. Das war der Plan dahinter. Das war mein geheimer Trick. Jetzt ist natürlich... Ich bin unentschlossen, Leute. Ich bin immer unentschlossen. Du musst ganz was Neues erfinden. Erzähl doch mal was Neues, Junge. Du denkst ja immer Sachen aus, ey. Ja. Wartet mal. Haben wir nicht noch anständige Steine hier irgendwo? Hier ist nichts. Und das auch nichts. Wie sieht denn deine Mitte aus? Ach, die Mitte. Na, du weißt ja, wie das ist. Ja. Einfach mal völlig aus der Luft gegriffenes Gespräch. Tja. Leer. Voll. No room in inventory. Schade eigentlich ein bisschen. War so schön mit room im inventory. Gleich haben wir grüne Sachen. Und dann können wir die anderen herstellen. Die Dinger. Dingens, Bummens, Mofa, Zeug, Gedöns. Ihr wisst schon, wie es heißt. Jawohl. Ja, ist ja gut, Mr. Stone Axe. Ja, ist ja gut. Können wir wieder beibleiben, ne? Wie immer. So reicht. Mehr Steine. Oder? 53, ja. Bisschen wenig, 53 Steine, Leute. Damit kommen wir nicht durch die Nacht. Steinlos durch die Nacht. Das Crafting, das habe ich mir anders gedacht. Ja, mit Steine. Ich wisst ihr noch, die letzten Nächte, wie ich immer erzählt habe, jo, ich habe noch 10 Steinechse gemacht und dann war leer. Immer ein bisschen traurig, deswegen... Heute wird gekleckert statt geklotzt. Andersrum, Verzeihung. Geklotzt statt gekleckert. Wie 102 Steine. Besser, besser. Komm, einen machen wir noch. Und dann nehmen wir auf den Hausweg noch Blümchen mit und dann können wir wenigstens 50 Steinechse noch craften. Das ist so gut, Leute. Das ist so ein Plan. Hm? Ist das ein Plan oder ist das ein Plan? Ich würde sagen, ist ein Plan. Aber kommt mir zumindest so vor. Ein bisschen. No room. Upsi. Ich sagte Upsi. 281. Also grün kriegen wir die auf jeden Fall. Habe ich gehört. Grün kriegen wir auf jeden Fall unsere Eisenwerkzeuge für morgen früh. Also morgen früh die Eisenwerkzeuge. So rum. Und ich habe jetzt keine Lust mehr. Wir machen gleich wieder mit der Kiste. Das ist schon ein guter Trick mit der Kiste. Habt ihr schon recht. Aber ja, also die Kiste würde halt am meisten Sinn machen, wenn man unterwegs ist. Weil da nervt es am meisten. Wenn ich eh die Nacht über zu Hause sitze und mich langweile, kann ich die auch wegschmeißen einzeln. Mal ja eh sonst nicht nebenher. Aber mit uns rumtragen können wir die Kiste halt eher schwerlich. Und jedes Mal, wenn das Gepäck voll ist, hier rinrennen, alles in die Kiste schmeißen, wieder rausrennen, noch doof. Deswegen nehmen wir das jetzt hin, das gerade voll ist. Und hoffen, dass jetzt hier kein Besuch mehr kommt. So, hier die Hintertreppe mal ein bisschen frei machen, völlig überwuchert. Was sollen denn die Nachbarn sagen? Die lästern doch dann wieder. Und ist ja gerade neulich erst, hat mich die Frau Kunze angesprochen. Von hier schräg rüber. Weil ich meinen Joghurtbecher nicht ausgespült habe, bevor ich den weggeworfen habe. Wenn jetzt noch mein Hintertürchen überwuchert wäre. Das kann man natürlich auch anders noch
dann wäre hier wieder was los. Dann gibt es hier dem nächsten Straßenfest mit Fotos. Und dann kommt hier wieder der Kleingärtnerverein und sagt, was jetzt soll. Und das wollen wir alle nicht unbedingt, Leute. Also lasst uns mal hier schön ordentlich machen. Ist ja nicht, kostet ja nichts. Außer Ausdauer. Lebenszeit. So. Hallo. Schon wieder. Hören auf. Halbe Holz völlig unnütz verbrannt. Wie stehen denn hier die Sachen? Die stehen ganz gut. Wie viel vorgeht die Runden können wir denn kräften? 48. Mach mal ruhig 40 erstmal nur, ne? Für die leeren Gläser haben wir gerade keinen Platz. Da müssen wir erstmal Steinäxte wegschmeißen für. So, so sagte ich. Ich sagte so. So, lalala. One time. I schmeiß you, baby. Tut, muss voll. So, möchte ich aber einmal kurz, weil, bevor es wieder voll ist, muss ich mal kurz hier die Glasels rausnehmen. Ja, und die Glasels hier reintun. Schön. Gut. 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 Bitte, gut. So, und dann machen wir hier noch die Kiste tot. Stirb, Kiste. Stirb. Du kleine jämmerliche Kiste, du. Das dauert ja schön lange. Hätte ich auch von Hand wegschmeißen können in der Zeit. Aber einen haben wir zwei Holz wiederbekommen. Achso, wir machen gar keine Stone-Äxte mehr gerade. Ich denke noch, oh, jetzt aber beeilen. Solange wir noch Platz in der Tasche haben. Eieiei, der Finn wieder. Der alte Steine-Axt-Hypochonder. So, mach die Kiste dahin. Und Steine-Äxte rein. So, das sind viele Eier. Müssen wir, wollen wir was kochen, ist die Frage. Könnten natürlich, aber nee, das würde ich lieber. Wir werden auch gleich dann morgen, ja, werden wir wahrscheinlich gleich morgen machen. Mit Ackerbau anfangen. Ist ja wichtig. Das ist ja eine verhältnismäßig wichtige Sache jetzt, wo wir kein Fleisch essen dürfen. Und Fackeln sind auch verhältnismäßig wichtige Sachen. Wo seid ihr? Fackeln? Fackeln im Sturm? Fuck. Und haben wir eigentlich überhaupt schon alles gelootet? Ich glaube schon. Viel gibt's ja hier nicht. Das, also diese Häuser sind ja jetzt keine fabulösen, wunderbaren Zauber. Den Tisch da rein. Oder brennt der nicht? Klar brennt der. Keine wunderbaren Zauber-Loot-Hochburgen. Die sind dann einfach wegen der Forge geil. Dann können wir mal Licht machen. Das ist ja bedrückend. Die ganze Nacht hier im Dunkeln, oder was? Sitz im Dunkeln die ganze Nacht. Gut. Oh, das gefällt mir auch nicht so offen. Hallo. Oh. Gut. 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 Schön. Gut. Gut. Setzen wir uns hier aufs Bett und craften Steinäxte. Bis morgen früh. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sagt Tschüssli Müsli.